Ja, liebe Gäste des Schiller-Instituts, nachdem wir diese wunderbare Musik gehört haben, gibt es eigentlich ein gutes Bild, wie man den Geisteszustand der Menschen in Deutschland beschreiben kann. Also man muss sich vorstellen, ein harmonischer Chor, das sind so die Völker dieser Erde, die gemeinsam eine Komposition singen. Und die Deutschen hätten jetzt in diesem Beispiel den Sopran und die Damen hätten aber alle Kopfhörer auf und würden aus dem Takt singen, völlig anderen Takt als die anderen. Und da sie Kopfhörer aufhaben, hören sie das nicht und sie singen laut und schön, aber vollkommen aus dem Takt mit dem Rest der Weltgeschichte. Und das ist so ungefähr das Bild, was sich zeigt, weil die Deutschen sind im Augenblick in einem wirklich merkwürdigen Zustand, dass die wenigsten Leute wirklich die Transformation begreifen, in der sich die Welt befindet. Sondern sie denken, es ist alles so immer und es gibt nur so ein paar ungeholte Briten, die aus der EU raus wollen und so wild gewordene Amerikaner, die diesen Trump wählen, dann diese renitenten Italiener, die also einfach das Referendum ablehnen und die Verfassung nicht ändern wollen. Und dann gibt es noch diesen bulgarischen Präsidenten, der plötzlich mit Putin sich assoziieren will und der Präsident von Moldawien und der Präsident von Philippinen, der Duterte will jetzt nicht mehr mit Amerika, sondern mit China. Und das sind alles nur so Rüpel, die aber eigentlich aus dem Trott gekommen sind. Nun, so ist es natürlich nicht, sondern was wir im Augenblick erleben, ist zwei vollkommen unterschiedliche Paradigmen, die auf der Welt gleichzeitig stattfinden, wo im Grunde die positive Seite ist, im Riesentempo dabei sich zu entwickeln, nämlich die Völker und Nationen der Erde, die mit der neuen Seidenstraße Chinas kooperieren. Das sind inzwischen über 70 Nationen, die repräsentieren 4,4 Milliarden Menschen. Das ist also der größere Teil der Menschheit. Es sind also riesige Investitionen, Optimismus kennzeichnet den Geisteszustand dieser Völker. Und sie haben also eine vollkommen neue strategische Ausrichtung, die auf die Zukunft orientiert ist, auf die Frage, wie soll die Menschheit in 10, in 50, in 100 Jahren aussehen. Und das ist eine ganz andere Geisteshaltung, die davon ausgeht, dass der Mensch kreativ ist, dass er zur permanenten Innovation fähig ist, dass wir die Kernfusion bald erreichen können, dass wir die Raumfahrt weitertreiben. Also das ist eine ganz klare, zukunftsorientierte Haltung. Und dann gibt es das andere Paradigma, das in der transatlantischen Welt regiert. Das ist leider ein Paradigma, was im Augenblick sehr krachend und misstönig untergeht. Und wenn ich meine krachend, dann meine ich wirklich, dass das ganze Weltgebäude, was dieses Paradigma kennzeichnet, dabei ist zu verschwinden. Und das sind Menschen, die deshalb sich so verhalten, wie die Briten mit dem Brexit, wie die Trump-Wähler, wie die Italiener, weil sie in diesem gegenwärtigen Paradigma der Globalisierung keine Zukunft sehen. Und das ist praktisch, an vielen Beispielen kann man das demonstrieren. Und gerade gestern wurde das zum Wort des Jahres, das Wort postfaktisch genannt. Nun, das ist wirklich unglaublich. Also dahinter steht die Idee, dass alle diese Phänomene, die ich jetzt beschrieben habe, also die Brexit und so weiter, dass das herrührt, dass die Menschen nicht mehr auf Fakten reagieren, sondern nur noch auf Gefühle, auf Stimmungen und die gefühlte Realität zum Anlass nehmen, sich so zu verhalten. Nun halte ich das für eine, mal vorsichtig ausgedrückt, Zeitungsente. Ich will jetzt nicht sagen, die Qualitätspresse hat einen Begriff erfunden, um ihre Schandtaten zu verdecken, aber so könnte man es auch bezeichnen. Es ist natürlich vollkommener Unsinn,
weil es gibt stattdessen etwas, das ein Soziologe mal genannt hat, die normative Kraft des Faktischen. Das heißt, dass sich Dinge durchsetzen, weil sie real sind und die dann legal anerkannt werden, weil sie neue Fakten geschaffen haben. Und so würde ich zum Beispiel die Wahl von Trump bezeichnen. Da werden die Leute sich noch vollkommen wundern, was das bedeutet. Aber es gibt noch eine tiefere Darstellung, und das ist das Naturrecht. Das heißt, dass es nicht möglich ist, auf lange Zeit die Naturgesetze, die Gesetze der Schöpfungsordnung zu verletzen, ohne dass diese Schöpfungsordnung sich durchsetzt. Im christlichen, humanistischen war das die Idee, dass in der Schöpfungsordnung ein Recht mitgegeben ist, also quasi in die Schöpfungsordnung eingepflanzt ist, was höher ist als alles vom Menschen gemachte Recht, höher als das Gewohnheitsrecht, höher als das von Regierungen und Parlamenten gemachte Recht, das mit der ursprünglichen Identität des Menschen in der christlichen Theologie als Ebenbild Gottes, das eine unantastbare Würde hat, die nicht verletzt werden darf. Und dass, wenn dieses Naturrecht verletzt wird, sich dieses Naturrecht wieder Recht verschafft. Und das, meine ich, ist das, was wirklich wirkt in all diesen Phänomenen, die wir jetzt betrachten. Wenn man zum Beispiel den jüngsten Bericht anschaut, des amerikanischen Nationalen Zentrums für Gesundheitsstatistik, dann ist dort ein Phänomen jetzt aufgetreten, was wirklich absolut erstaunlich ist, dass nämlich zum ersten Mal in der Geschichte, die Lebenserwartung in Amerika zurückgeht. Die Sterberate steigt, und zwar von 2014 bis 2015 sind bei den 10 gängigsten Krankheiten 8 von 10 haben eine höhere Sterberate bekommen in einem Jahr. Das heißt, Menschen, die im arbeitsfähigen Alter sind und vor allen Dingen weiße, also normalerweise nicht minder gestellte Personen, da ist also die Sterberate, die Lebenserwartung bei Männern um 0,2% zurückgegangen, von 76,5 auf 76,3%. Bei Frauen von 81,3 auf 81,2%. Wenn man davon ausgeht, dass die Lebenserwartung der beste Indikator ist für die Lebensqualität, also man geht davon aus, dass mit zunehmender medizinischer Forschung und besserer Ernährung und besseren Gewohnheiten die Menschen allmählich doch immer älter werden, aber wenn das in einer der entwickelten Industrienationen rückläufig wird, dann ist das ein absolutes Warnzeichen, dass da was vollkommen schief geht. Die Selbstmordrate in Amerika hat sich in den letzten 16 Jahren, also seit Bush, Cheney, Obama, vervierfacht in allen Kategorien, in allen Lebensgruppen, in allen soziologischen Schichten. Aber das betrifft halt nicht nur Amerika, sondern wenn man sich die Auswirkungen der Politik der EU von Draghi, von Schäuble anschaut, etwa auf Griechenland, dann sind inzwischen 45% aller Griechen unterhalb der Armutsgrenze. Die Jugendarbeitslosigkeit in Italien ist offiziell, oder die Arbeitslosigkeit ist offiziell 11,4%, aber selbst die EU-Kommission sagt, es ist wahrscheinlich das Doppelte, nämlich also so 23%. Die Jugendarbeitslosigkeit in Italien ist 50%. Jeder zweite Jugendliche hat keinen Job und keine Ausbildung und keine Chance, einen Job zu kriegen. In Kalabrien sind es sogar 65%. Und das, obwohl jedes Jahr aus dem Mezzogiorno 100.000 Menschen abwandern, weil sie dort keine Existenzmöglichkeiten sehen. Einer von 4 Italienern lebt in Armut. Ja, jetzt, was ist die Reaktion der EZB? Die hat also die Geldschleusen jetzt aufgedreht, und zwar ohne Begrenzung. Die werden also Quantitative Easing machen bis Ende 2017.
und erstmal von 80 Milliarden Staatsanleihen Aufkäufen pro Monat das auf 60 Milliarden reduzieren. Aber Draghi hat schon gesagt, es kann also sehr schnell wieder erhöht werden und auch weit über 2017 hinausgehen. Und dann hat einer der fünf Weisen, es ist mir ein Rätsel, warum die Leute immer noch Weise heißen, die sollten eigentlich fünf Narren heißen, aber gesagt, einer der fünf Weisen, Herr Volker Wieland, Berater von Merkel, hat also gerade vorgeschlagen, Italien soll jetzt bei der Bankenkrise, die sich aus dem Nein oder im Nachhinein des Neins zum Referendum ergibt, sollen sie doch zum ESM gehen, also zum European Stability Mechanism und zum IWF und natürlich zur EZB. Und wenn man die drei zusammenzählt, dann ist man natürlich wieder bei der Troika. Das heißt, die Troika, die schon Griechenland ruiniert hat, ist jetzt dabei, Italien zu ruinieren. Und normalerweise zitiere ich nicht gerne die FAZ, weil das ist so das Hausorgan der neoliberalen monetaristischen Weltauffassung. Aber ich tue es jetzt ausnahmsweise doch, weil gestern hatten die einen äußerst interessanten Artikel mit der Überschrift Die politisierte Zentralbank. Und dann zitieren sie also Kohl, dass der eben zum Zeitpunkt der deutschen Wiedervereinigung und Aufgabe der D-Mark und Einführung des Euros oder Beschluss der Einführung des Euros gesagt hat, dass er sicher ist, dass bei dem Maastrichter Vertrag alle Interessen Deutschlands gewahrt sind und dass die D-Mark nicht an Europa verschenkt würde. Und dann schreibt der Schreiber in diesem Artikel, selten hat sich ein Politiker so geirrt. Aus der Europäischen Währungsunion ist eine Schulden- und Haftungsunion geworden, die nach Belieben Regeln und Verträge bricht. Die Nichtbeistandsklausel, also die Klausel, nachdem ein Land nicht für die Schulden und Bankrotts von einem anderen Land aufkommen soll, sei nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt sei. Die EZB-Aufkaufsprogramme würden jetzt Staatsanleihen bis zur unglaublichen Summe von 2,3 Billionen umfassen, also bis Ende 2017. Und damit sind wir natürlich bei der Staatsfinanzierung durch die Notenpresse. Und das ist genau das, was die Reichsbank 1923 schon mal gemacht hat, mit dem bekannten Ergebnis, dass nach 4 Jahren Gelddrucken die Hyperinflation alle Werte vernichtet hat. Und in die Richtung gehen wir im Augenblick mit Riesenschritten. Und in dem Augenblick, wo die Bevölkerung anfängt, das zu begreifen, ohne dass eine Alternative in die Stelle kommt, haben wir es mit der Gefahr von einem Rand zu tun, dass die Leute ihr Geld schnell aus der Bank rausnehmen und in irgendwelche andere Dinge stecken, ehe es zu spät ist. Also, dann schreibt dieses Editorial weiter, diese ganze Politik der EZB macht die Sparer ärmer, die Immobilien- und Aktieninvestoren reicher und endet dann mit der Bemerkung, dass wenn die Politiker diesen Unmut über die EU auf der Seite der Bevölkerung als Populismus auslegen, abtun, dann sei das eine absolute Wirklichkeitsverweigerung. Also für die FAZ finde ich das also schon eine ungewöhnliche Einsicht. Und was wir in der Tat im Augenblick erleben, in Deutschland ist es am schlimmsten, aber auch in anderen transatlantischen Staaten, ist eine volle Kollision der Ideologie mit der Realität. Das heißt, wo im Grunde man sich die Welt nach einer bestimmten Axiomatik zurechtgezimmert hat, und wenn sich zeigt, dass diese ideologische Brille eine Brille ist und man damit aber dann irgendwann die Realität nicht mehr richtig erkennt, dann setzt sich die Realität eben durch. Nun gibt es in der Rechtsgeschichte das berühmte Prinzip Pacta sunt servanda. Verträge müssen eingehalten werden. Was ist also davon zu halten, wenn die EZB, die EU diese Verträge pausenlos bricht, dann ist das eigentlich die Grundlage dafür, den Maastrichter Vertrag aufzukündigen. Weil warum sollen die Menschen, die Bevölkerung, sich an etwas halten, was von der anderen Seite pausenlos verletzt wird?
Und wir haben im Grunde jetzt schon bereits eine weltweite Revolution gegen dieses System der Globalisierung. Dieses Wort Globalisierung hat sich ja eigentlich in der Form erst entwickelt nach dem Kollaps der Sowjetunion, als die beiden Blöcke sich, also ein Block sich auflöste und dann die Neokons in den USA und die britische Regierung darauf bestanden, eine unipolare Welt zu bauen, in der praktisch ja, alle die Staaten, die sich dem widersetzen durch Regimewechsel, beseitigt werden könnten. Und man kann also eigentlich sagen, dass diese Globalisierung auf der Basis der angloamerikanischen Sonderbeziehung, weil das war es zwischen Blair und Bush und Obama und später Cameron, dass das eigentlich die Wall Street ist, die City of London, die Finanzmärkte dominieren und kontrollieren, und das versteht man eigentlich unter angloamerikanischem Empire oder Globalisierung. Und die EU, wie sie sich seit dem Maastrichter Vertrag entwickelt hat, ist eigentlich nur der regionale Statthalter gewesen für dieses angloamerikanische Empire. Nun wird das dem einen oder anderen zu drastisch erscheinen, das so zu sagen, aber da muss ich ja doch mal die Frage stellen, warum hat die EU auf die Systemkrise von 2008 nicht reagiert, indem man die Übel beseitigt hat, sondern indem man im Grunde mehr vom Selben gemacht hat, sodass wir heute im Jahr 2016 vor einer neuen Krise wie 2008 stehen, allerdings viel schlimmer, weil alle Instrumente des berühmten Instrumentenkastens sind aufgebraucht, die Banken sind um 40% größer, die Derivate sind ebenfalls bis zu 80% mehr. Man hat also Rettungspakete für Griechenland und andere Staaten gemacht, aber das waren in Wirklichkeit Rettungspakete für die Banken. 97% der Gelder zum Beispiel, die an Griechenland geflossen sind, sind an die europäischen Banken zurückgegangen. Man hat die Geldvermehrung betrieben durch Quantitative Easing, dann sogar negative Zinsen. Also jetzt müssen Sie sogar Geld bezahlen, wenn Sie Ihr Geld auf die Bank bringen. Jetzt wird von Helikoptergeld gesprochen. Also Ben Bernanke hat das vor Jahren mal gesagt. Ehe wir erlauben, dass es zu einem systemischen Krach kommt, fliegen wir lieber mit Hubschraubern über die Städte und werfen einfach Geldnoten ab, so viel wie nötig. Und jetzt eben die Staatsfinanzierung durch die Notenpresse auf der Seite der EZB. Und das hat also die Schere von Reich zu Arm immer weiter vergrößert. Die Reichen werden so reich, dass sie unmöglich dieses Geld in ihrem Leben nutzen können. Aber viele vom Mittelstand sinken ab in die Armutsgrenze, die Armen werden ärmer. Und das war also die wirtschaftliche Seite von Maastricht und diesem Prozess, der eben auch zum Zweck hatte, Deutschland, als es die Wiedervereinigung errungen hat, einzudämmen durch Selbsteindämmung. Das war also die Formulierung, die damals benutzt wurde. Und da gibt es so einen anderen Begriff, der also sehr gern von Globalisierungsbefürwortern benutzt wird. Man muss Deutschland einhegen, also einhegen in ein Geflecht von Beziehungen. Man muss jetzt Trump einhegen, dass er sich an die internationalen Verträge hält. Und die Einhegung Deutschlands in das EU-Korsett. Und das ist genau das, wogegen die Revolte im Gang ist. Und diese Revolte wird so lange weitergehen, bis die Ursachen für die Ungerechtigkeit beseitigt sind und dass die Regierungen wieder dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Das ist überhaupt ein Gedanke, der in Europa schon fast in Vergessenheit geraten ist, dass es ja sein könnte, dass die Regierungen eigentlich dafür da sind, dem Gemeinwohl zu dienen. Also in anderen Teilen der Welt ist das zum Glück nicht so. Neben dieser wirtschaftlichen Dimension dieser unipolaren Weltordnung hat es natürlich eine militärische Seite, nämlich die Ostausdehnung der EU und der NATO an die Grenzen Russlands und Chinas. Und wie gesagt, die
Länder, die sich dem widersetzen, durch Regimewechsel, durch Farbrevolutionen, durch Kriege, die auf Lügen aufgebaut sind, wegzuputzen. Und das ist inzwischen selbst im Chilcot-Bericht über die Verbrechen Blairs an die Öffentlichkeit gekommen, nur hat es keine Konsequenzen. Oder auch im Cameron-Bericht über den Libyen-Krieg und natürlich die ganze Debatte um die Hintergründe des Kriegs gegen Afghanistan, Irak, Syrien, Jemen, Libyen und so fort. Okay, das ist das Paradigma der transatlantischen Welt. Die gute Nachricht ist, dass es bereits dieses völlig neue Paradigma gibt, von dem die Deutschen so gut wie nichts wissen, weil mit der gegenwärtigen Medienkultur ist Deutschland das Land der Ahnungslosen geworden. Also was in der DDR die Dresdner waren, weil die in diesem Tal waren, wo die westlichen Radios und so nicht empfangen werden konnten, das ist also inzwischen ganz Deutschland dank NSA und anderer wohlvernetzten Dinge, die wir hier haben, sodass die Leute darüber nichts wissen. Aber wenn sie es wüssten, würden sie sofort völlig begeistert sagen, wir wollen eigentlich da mitmachen. Wie schon sagte, der größte Teil der Menschheit ist auf einem vollkommen anderen Zug. Als Xi Jinping im September 2013 in Kasachstan die neue Seidenstraße auf die Tagesordnung gesetzt hat, da haben wir vom Schiller-Institut uns unheimlich gefreut, weil das war die Politik, an der wir seit 25 Jahren gearbeitet haben. Das war unser Vorschlag nach dem Kollaps der Sowjetunion oder eigentlich schon beim Fall der Berliner Mauer, wo wir gesagt haben, man muss die europäischen Industrie- und Bevölkerungszentren mit denen Asiens durch Infrastrukturkorridore verbinden, damit eine wirtschaftliche Basis für eine Friedensordnung schaffen. Und das haben wir damals schon Neue Seidenstraße genannt. Und wir haben in den 25 Jahren seitdem hunderte von Konferenzen gemacht auf der ganzen Welt und dafür geworben, weil es macht überhaupt Sinn, dass man die landeingeschlossenen Regionen der Welt infrastrukturell erschließt und damit diesen Staaten und Regionen der Welt dieselben Standortvorteile gibt, wie zum Beispiel Hamburg oder Rotterdam, die also am Meer liegen oder an Flussmündungen und so fort. Jedenfalls hat Xi Jinping das zur chinesischen Politik erklärt. Und wenn man sich anschaut, wie die Welt sich in diesen 3 Jahren dramatisch schnell verändert hat, es sind inzwischen 12-mal das Volumen des Marshallplans an Investitionen, die da getätigt werden, in Dollar, also die Kaufkraft von heute. Es sind, wie gesagt, 100 Nationen und internationale Institutionen, die sich da beteiligen. Die Verbindung von Neuer Seidenstraße, was die Chinesen Road and Belt Initiative nennen, also Straße und Gürtel Initiative, das hat sich ein bisschen, der Begriff hat sich immer ein bisschen geändert, und die maritime Neue Seidenstraße hat also eine beispiellose Dynamik entwickelt von Schnellbahnen. Also China zum Beispiel hat schon Ende 2014 20.000 Kilometer Schnellbahnsysteme gehabt. Und wenn Sie mal mit einer chinesischen Schnellbahn gefahren sind, Sie können also Ihre Teetasse bis zum Rand füllen, da fällt nicht ein Tropfen raus, weil der Zug fährt wie ein Schnürchen, kein Krach, nicht wie beim ICE, wo Sie schon bei 120 Kilometer von einer Ecke in die andere fliegen. Und naja, China hat also vor, bis 2050 in China selbst 50.000 Kilometer Schnellbahn zu bauen. Sie haben gerade beschlossen, die Großregion um Beijing, also Tianjin, Hebei, also das ist so ein Gebiet von der Größe Bayerns, durch Schnellbahn so zu verbinden, dass es also ganz einfach sein wird, sich verkehrsmäßig da zu bewegen. Und die explizite Idee der chinesischen Regierung ist, dass sich das Lebensgefühl der Chinesen durch diese moderne Anbindung vollkommen verändert. Aber es ist eben nicht nur für China, sondern es wird jetzt durch Zentralasien gebaut, in den Asienstaaten, Korridore, Pakistan, transkontinentale Eisenbahn von Brasilien nach Peru mit der Hilfe China,
Grundlagenforschung, Wissenschaftsstädte. China hilft jetzt den Entwicklungsländern, Wissenschaftsstädte zu bauen, wo die Entwicklungsländer dieselben Durchbrüche der entwickelsten Technologien so schnell wie möglich haben können, damit deren Entwicklung nicht aufgehalten wird. Es, wie gesagt, viele Staatengruppen fügen sich da dazu. Zentralasien, die ASEAN-Staaten, die 16+1-Staaten, das sind die zentral- und osteuropäischen Staaten, der Balkan, mehrere lateinamerikanische Staaten. Und das ist im Grunde eine Dynamik, die eben immer weiter fortgeht. Gleichzeitig integrieren diese verschiedenen regionalen Wirtschaftsblöcke ihre Wirtschaftspolitik. Am 2. September dieses Jahres gab es eine große Konferenz in Vladivostok, wo die One Belt, One Road, also die chinesische Seidenstraße, integriert wird mit der Eurasischen Wirtschaftsunion, die also Russland, Weißrussland, Kasachstan umfasst. Dann gab es also den G20-Gipfel, wo China als Motor für die neue Weltwirtschaftsordnung die Innovation definiert hat. Das wurde fortgesetzt bei den Gipfeln in Laos von ASEAN, der BRICS-Staaten in Indien, in Goa und zuletzt bei dem APEC-Gipfel in Peru, in Lima, wo sich eben mehr und mehr Staaten da kooperieren. China hat vor etwa 2 Wochen ein Weißbuch veröffentlicht, wo sie betonen, dass China 700 Millionen Menschen aus der Armut befreit hat, dass sie bis zum Jahr 2020 jedes Land oder jeden Bürger in China aus der Armut befreien wollen. Es sind jetzt noch 5,7% und die sollen also auch einen vernünftigen Lebensstandard haben. Und das Gleiche eben ist geplant weltweit. Wie gesagt, also die Entwicklungsländer werden bewusst einbezogen in die entwickelsten Technologien, zum Beispiel Weltraumforschung, um eben deren Entwicklung zu befördern. Gleichzeitig hat sich ein völlig komplementäres Bankensystem entwickelt, die Asian Infrastructure Investment Bank mit einem Startkapital von 100 Milliarden, die New Development Bank der BRICS-Staaten, viele andere, Maritime Silk Road Fund, 40 Milliarden und so fort. Und diese Banken sind deshalb entstanden, um explizit den Mangel an Investitionen in Infrastruktur wettzumachen, der durch Weltbank und IWF in den vergangenen Jahrzehnten verursacht wurde. Also das ist eine unglaubliche Entwicklung. Und jetzt ist durch die Wahl von Donald Trump ein weiteres neues Element dazugekommen. Nun, wenn Sie hier bloß Fernsehen geguckt haben, dann haben Sie sicher am Morgen danach Ursula von der Leyen gehört, die im Zustand tiefsten Schocks war über diese Wahl. Komischerweise ist die Frau von der Leyen überhaupt nicht schockiert, wenn sie mit dem saudischen Kronprinz Salman al-Saud durch Saudi-Arabien spaziert, an den ganzen verschleierten Frauen vorbei, dann hat sie keinen Schock. Sie muss eine gute Kondition haben, wenn sie das so verkraftet. Jedenfalls hat Trump in den ersten Tagen oder Wochen seit seiner Wahl eine ganze Reihe von Dingen verkündet, die sie auch in den Medien, wenn überhaupt, dann immer mit so einem Spin, also mit so einer Verdrehung, die das immer irgendwie ins Lächerliche oder Negative zieht. Aber wenn man die Sachen mal genau betrachtet, dann hat er unter anderem angekündigt, dass er in den ersten 100 Tagen seiner Präsidentschaft in Gang bringen will, ein Investitionsprogramm von 1 Billion in Infrastruktur. Das ist keineswegs ein Luxus, weil wenn Sie in Amerika in der letzten Zeit mal über die Autobahnen gefahren sind, dann hatten Sie großes Glück, wenn Sie nicht in einem Schlagloch für immer verschwunden sind. Und wenn Sie versucht haben, mit dem Zug zu fahren, dann haben Sie also nur Chancen in der East Coast mit dem Amtrak-System, was aber auch eigentlich sehr auseinanderfällt. Nun, mindestens genauso wichtig oder noch wichtiger ist, dass er angekündigt hat, dass mit seiner Präsidentschaft die Invasion
in anderen Ländern unter dem Vorwand von Behebung von Menschenrechtsverletzungen aufhört. Auch die Politik des Regimewechsels gegen andere Staaten will er beenden. Er sagt, Regimewechsel gegen Staaten, von denen wir überhaupt nichts wissen. Und das ist natürlich eine richtige Beobachtung. Interventionen, die diese Staaten nur ins Chaos gestürzt haben. Und er will stattdessen das Verhältnis zu Russland und China auf eine gute Basis stellen. Und das ist, glaube ich, also für jeden, dem die Existenz der Menschheit lieb und wert ist, die allerwichtigste Voraussetzung, weil mit Hillary Clinton waren wir auf dem direkten Weg zum Dritten Weltkrieg. Wenn sie ihre Nichtflugzone in Syrien etabliert hätte, hätte das also sofort das Potenzial für einen großen Konflikt gehabt. Und Trump hat also, wie gesagt, die Absicht, das zu begradigen. Der neue amerikanische Botschafter in Beijing wird ein Herr Brandstedt sein, der aus Iowa kommt und seit 25 Jahren ein enger Freund von Xi Jinping ist. Die Chinesen reagieren auf das mit Vorsicht und sagen, die Politik wird nicht vom amerikanischen Botschafter gemacht, sondern in Washington. Also warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Aber das sind natürlich ganz andere Signale, als wir das vorher aus Washington gehört haben. Nun, zum Beispiel die Chefin des Auswärtigen Ausschusses sozusagen von Chinas Staatsrat oder Parlament oder die Frau Fu Ying hat gerade in einer Rede in New York gesagt, dass das Infrastrukturprogramm von Trump eine Brücke sein kann zu der Politik der Seidenstraße Chinas. Und einige von Ihnen haben sicherlich unseren Weltlandbrückenbericht schon gelesen oder gesehen. Die neue Seidenstraße wird zur Weltlandbrücke, wo wir ja auch quasi ein ganzes Kapitel haben für die infrastrukturelle Entwicklung Amerikas. Amerika braucht dringend Ost, West, Nord, Süd, Schnellbahnsysteme. Wir haben eine Verbindungslinie über die Beringstraße, die dann das amerikanische Transportsystem mit dem Eurasiens verbinden soll. Und das ist jetzt absolut auf der Tagesordnung. Sehr wichtig ist auch, dass die vielleicht interessanteste demokratische Kongressabgeordnete, Tulsi Gabbard von Hawaii, sich mit Trump getroffen hat und ihm zugesichert hat, dass sie mit ihm an der Beendigung dieser Invasionskriege absolut arbeiten wird. Das heißt, die progressivsten Demokraten sehen die Chance zu einer Veränderung dieser Politik. Nun müssen wir natürlich, wir gucken jetzt nicht auf Trump als so den Erlöser aller Probleme, sondern wir haben eine sehr klare Idee, dass das einfach nur die Chance bietet, von einem vollkommen falschen Kurs wegzukommen und die wirkliche Politik von Lyndon LaRouche, meinem Ehemann, dort eben auf die Tagesordnung zu setzen, weil Trump hat im Wahlkampf versprochen, er würde Glass-Steagall, das Trennbankensystem von Roosevelt einführen. Und das ist ja das erste Gesetz von den Vieren, die mein Mann Lyndon LaRouche definiert hat, als absolute Voraussetzung, um die gegenwärtige Krise zu lösen. Das heißt, als erstes dieser vier Gesetze brauchen wir ein Trennbankensystem, wo man die Geschäftsbanken unter staatlichen Schutz stellt, die Investitionsbanken abtrennt und die ganzen Derivate, faulen Kredite einfach abschreibt. Weil es muss ein für alle Mal der Zugriff dieser Spekulanten auf die Sparguthaben der Geschäftsbanken gestoppt werden. Das muss endgültig unterbunden werden und deshalb brauchen wir das Glass-Steagall-Gesetz, so wie Franklin D. Roosevelt das 1933 eingeführt hat. Aber das ist natürlich dann nicht genug, sondern man braucht dann eine neue Kreditschöpfung, die eben nur passieren kann, indem Amerika zu dem amerikanischen System der Wirtschaftspolitik zurückkehrt, die eben von Alexander Hamilton als Reaktion auf den Unabhängigkeitskrieg damals gemacht wurde, also dem amerikanischen System der Wirtschaft, wie das von Friedrich List im Unterschied zum britischen System
definiert wurde. Und diese Nationalbank muss dann Kredite geben, die eben ausschließlich für den Aufbau der Wirtschaft genutzt werden können. Dieses Modell hat nicht nur Alexander Hamilton mit der ersten Bank von Amerika geschaffen, das wurde dann mit der zweiten US-Bank von John Quincy Adams von 1816 bis 1836 etabliert. Damals wurde auch die Infrastruktur aufgebaut, Kanäle, Transportsysteme. Es wurde von Lincoln gemacht mit der Schaffung der US Notes, also Greenbacks. Es war das, was das Finanzsystem war von Franklin D. Roosevelt, die Reconstruction Finance Corporation, mit der Franklin D. Roosevelt Amerika in den 30er Jahren aus der Depression herausgeführt hat. Und was im Übrigen auch das Modell war für das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg, weil die Kreditanstalt für Wiederaufbau hat genau dieses Modell von Roosevelt, der Reconstruction Finance Corporation, zur Grundlage gehabt. Und das ist im Übrigen das Bankmodell, was jetzt von den Chinesen benutzt wird, um diese Infrastrukturinvestitionen eben zu machen. Also der Zweck dieser Politik, Nationalbank und Kreditsystem, ist eben nicht nur Investitionen, sondern es geht darum, dass die einzige Quelle des gesellschaftlichen Reichtums die Kreativität der Arbeitskräfte ist, die durch wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt die Produktivität in der Wirtschaft erhöhen und damit die Voraussetzungen schaffen für den Anstieg der Lebenserwartung, der Lebensqualität, des Lebensstandards. Und das ist immer das System gewesen, was zugrunde lag, wenn es wirtschaftlich voranging. Das heißt, das vierte Gesetz, was da dazukommen muss, ist ein Crashprogramm für die Entwicklung der Kernfusion, weil nur durch die Entwicklung dieser neuen Energieflussdichte es möglich ist, Energie- und Rohstoffsicherheit für die gesamte Weltbevölkerung zu erzeugen. Nun, wenn Sie nur auf die europäische Presse gucken, also ITER, das Kernfusionsforschungsmodell in Frankreich, dann hören Sie immer, ja, die Kernfusion ist noch weit davon entfernt, realisiert zu werden. Und wir haben mal eine Studie gemacht, aus der ganz klar hervorgeht, dass das offensichtlich Intention war, dass die Forschungsbeträge, die für Kernfusion zur Verfügung gestellt waren, immer nur so niedrig waren, dass es nicht vollkommen aufgehört hat, aber nie mit dem Ziel, wirklich ein Crashprogramm zu machen, um es auch zum Erfolg zu bringen. Und das ist jetzt zum ersten Mal anders, weil China hat ein sehr entwickeltes Tokamak-Modell, das EAST, Experimental Advanced Superconducting Tokamak, was vom Institut für Plasmaphysik in Hefei betrieben wird, wo vor einigen Monaten zum ersten Mal ein Wasserstoffplasma für 100 Sekunden quasi stabilisiert werden konnte und gleichzeitig eine Temperatur von 50 Millionen Grad erzeugt wurde und damit die Hälfte von dem, was für einen permanenten Fusionsprozess notwendig ist. Nun, China ist das einzige Land, was die Investitionen in die Kernfusion massiv erhöht hat. Alle anderen haben es reduziert. Und deshalb ist also die Idee, die also China jetzt sich vorgenommen hat, einen Testreaktor, Fusionsreaktor zu haben im Jahre 2025. Das ist also noch ein paar Jahre hin. Und der soll anfangs 200 Megawatt und dann durch eine Aufwertung schließlich 1 Gigawatt Energie produzieren. Und was typisch ist für die chinesische Herangehensweise, also normalerweise die Europäer oder die Amerikaner, die würden erstmal warten, bis eine Testserie zu Ende ist und dann gucken, was ist das Ergebnis, dann würden sie eine neue anfangen, während China sofort auf die nächste Stufe setzt, quasi parallel zu der ersten. Und deshalb ist also auch quasi nicht nur dieser kommerzielle Reaktor schon online, sondern eben auch das chinesische Raumfahrtprogramm Chang'e 5, was also
auch Teil derselben Orientierung ist, sie werden 2017, also nächstes Jahr, ein Fahrzeug auf dem Mond absetzen, der also dort Gesteinsproben entnehmen soll, die zur Erde zurückbringen. Und schon 2018 das Chang'e-4-Mission, die eben zu der dunklen Seite des Mondes fahren wird, wo also sehr, sehr große Mengen an Helium-3 vorkommen. Helium-3 ist ein Isotop von Helium und hervorragend geeignet für die zweite Generation der Fusionstechnologie. Weil bei schwerem Deuterium und Tritium muss man noch genau wie bei anderen Energiequellen Turbinen betreiben, die dann die Elektrizität quasi auf konventionellem Weg erzeugen. Während bei Helium-3 wird die Elektrizität direkt aus dem physischen Prozess entnommen und deshalb ist natürlich die Effizienz viel größer. Auf der Erde gibt es nur 15 Tonnen Helium-3 und für eine dauerhafte Energieversorgung der Menschheit braucht man etwa 100 Tonnen Helium-3. Aber das ist kein Problem, weil auf dem Mond sind etwa 1 bis 5 Millionen Tonnen und das wird also dann die Energieversorgung der Menschheit für eigentlich ja wahrscheinlich auf lange, lange, lange Sicht garantieren. Aber die Raumfahrt ist natürlich nicht nur eine Frage von Wirtschaft, von Energie, von Fortschritt allgemein, sondern die Raumfahrt bringt uns an den tieferen Sinn der Rolle der Menschheit im Universum. Die berühmte Frage, was ist die Menschheit? Wer ist der Mensch? Was ist die menschliche Vernunft im Universum? Und da ist natürlich einer der wirklich hervorragendsten Denker, der deutsche Weltraumforscher und Raketenbauer Kraft-Ehrecke, der ursprünglich ein total wissenschaftsbegeisterter junger Mann war und schließlich dann im Zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde, weil er in den Krieg eingezogen wurde, aber dann aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten Patente angemeldet hatte, wurde er nach Peenemünde gebracht und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er von den USA als Teil der Operation Paperclip quasi nach Amerika zusammen mit Werner von Braun und anderen Weltraumforschern gebracht und hat dort die Atlas-Rakete als Teil des Apollo-Programms entwickelt. Und der hat also ein fantastisches Konzept der Evolution des Universums und der Menschheit. Und das ist eigentlich sehr ähnlich mit dem, was mein Ehemann Lyndon LaRouche entwickelt hat. Und ich will das mal kurz skizzieren. Also Kraft-Ehrecke hatte die Vorstellung, dass sich auf unserer Erde das Leben aus den Meeren durch die Photosynthese auf das Land ausbreiten konnte. Und es dann im Laufe der Evolution zu immer höheren Lebensformen kam, Gattungen entstanden mit einem höheren Metabolismus mit einer höheren Energieflussdichte, bis schließlich der Mensch da war und die ersten Menschen an Meeren und Flussmündungen gesiedelt haben. Und dann aber dadurch, dass der Mensch eben das einzige Lebewesen ist, was mit Vernunft und Kreativität ausgestattet ist und immer wieder wissenschaftliche und technologische Entdeckungen machen kann, hat es sich ausgebreitet durch die Infrastruktur. Also erstmal einfach nur Wege, dann ist der Mensch auf die Idee gekommen, dass man Flüsse verbinden kann durch Kanäle, Wasserwege ausbauen kann. Also Karl der Große hat da Pionierarbeit geleistet. Schließlich wurde die Eisenbahn entwickelt, man hat also die Infrastruktur auf eine höhere technologische Stufe gebracht, die Geschwindigkeit hat sich geändert, und die Leute sind keineswegs bei einem Tempo über 30 Kilometer umgefallen, wie die ersten Gegner der Eisenbahn gedacht haben, sondern wir fahren jetzt ohne Probleme mit 500 Kilometer Geschwindigkeit mit Schnellbahnen, werden bald, wenn wir die Magnetschwebebahntechnik weiterentwickeln und die in Röhren unterirdisch platzieren,
können wir mit 1000 Kilometer Geschwindigkeit fahren. Also da ist eigentlich keine Grenze. Auf jeden Fall, wenn man davon ausgeht, dass die neue Seidenstraße diese infrastrukturmäßige Erschließung der Kontinente in gewisser Weise zu einem Abschluss bringt. Also wenn man sagt, die neue Seidenstraße wird zur Weltlandbrücke, dann ist eigentlich damit die Erschließung der landeingeschlossenen Regionen der Erde abgeschlossen und die nächste Stufe der Infrastrukturentwicklung kann beginnen, nämlich die Infrastrukturerschließung des nahen Weltraums, also zum Beispiel die Industrialisierung des Mondes als Startstation für weitere Raumfahrtexpeditionen. Und das ist eben jetzt im Gang. Das heißt, das, was wir mit der Infrastruktur auf der Erde erlebt haben, dass man also bei jeder technologischen qualitativen Erneuerung etwas erreicht hat, was man als höhere ökonomische Plattform bezeichnen kann, wo die neue Technologie alle Wirtschaftsbeziehungen auf diesem Niveau neu definieren. Das wird sich eben auch im Weltraum fortsetzen. Die erste Mondlandung liegt schon 40 Jahre zurück. Einige Leute denken, es war eine Verschwörung, das überhaupt zu erfinden. Es hätte nie stattgefunden, aber es hat stattgefunden. Und jetzt sind wir eben dabei, die nächste Stufe zu erreichen. Dann nämlich vor allen Dingen, wenn die Kernfusion da ist, ist sie nicht nur eine Energiequelle und Rohstoffquelle auf der Welt, sondern eben auch eine Antriebsquelle für die Raumfahrt, die dann ganz andere Geschwindigkeiten erlaubt und damit zum Beispiel Fahrten zum Mars möglich macht, was jetzt nicht empfehlenswert ist, weil die Astronauten verkraften das nicht gut, wenn sie mehrere Monate im Raum sind. Das hat also Auswirkungen auf die Knochen und alles Mögliche. Wenn wir die Kernfusion haben, wird das also vollkommen anders sein. Kraft-Erike hat also drei fundamentale Gesetze der Astronautik definiert, die also mir absolut hochaktuell erscheinen. Erstens, niemand und nichts unter den Gesetzen des natürlichen Gesetzen des Universums zwingt den Menschen Begrenzen auf als er selbst. Also der Mensch ist unbegrenzt vervollkommnungsfähig. Zweitens, nicht nur die Erde, sondern das gesamte Sonnensystem und so viel des Universums, die er gemäß der Naturgesetze erreichen kann, sind das rechtmäßige Gebiet seiner Aktivitäten. Und drittens, indem er sich im Universum ausbreitet, erfüllt der Mensch sein Schicksal als ein Element des Lebens, ausgestattet mit der Macht der Vernunft und der Weisheit des moralischen Gesetzes, das ihm innewohnt. Und das ist also eine ganz klare Aussage, dass der Mensch eben nicht zu Hause ist in einem erdgebundenen System. Also wir sind nicht nur auf die Erde angewiesen, sondern es liegt in der Natur des Menschen, dass wir uns den näheren Raum erschließen und auch nutzen. Und man kann also jetzt schon im Prinzip die drei Plattformen definieren, in die sich diese Entwicklung abzeichnet. Die erste Plattform ist die Phase, wo der Mensch die Fähigkeit erlangt, die Erdoberfläche überhaupt zu verlassen und in Umlaufbahnen zu kommen, was ja ein Riesenschritt war. Also überhaupt, dass der Mensch auf die Idee kommen konnte, sich aus der Erdatmosphäre hinaus zu bewegen, im All eine Umlaufbahn zu finden. Also das war schon ein Riesenschritt und damit ist eine ganze neue Plattform von Technologien assoziiert. Und dann kann man jetzt schon sehen, die zweite wird sein, die Weltraumfahrt, nämlich sich von einem Himmelskörper zum anderen zu bewegen. Also das hat Kraft-Erika auch schon eigentlich alles ausgedacht, dass wir nämlich eine Monddörfer haben werden und Industrie auf dem Mond, die dann genutzt wird, um von dort aus Operationen zum Beispiel zu Mars oder anderen Himmelskörpern zu machen. Und die dritte Plattform, dass man eben nicht alles, was man braucht, von der Erde mitnimmt, sondern dass man im Grunde die Ressourcen aus dem Weltraum selber gewinnt
für die Lebensgrundlagen der Astronauten auf diesen Reisen und auch, dass man Materialien zurück zur Erde bringt. Also dieser Prozess der Erschließung des Weltraums hat Kraft Ehrike genannt den extraterrestrischen Imperativ. Und das war eigentlich die Idee, dass es in der Natur des Menschen liegt, immer weiter die Gesetze des Universums zu erforschen und damit auch vernünftiger zu werden. Also ein Aspekt des extraterrestrischen Imperativs ist zum Beispiel, dass man rational werden muss, weil wenn man mit einem Weltraumschiff unterwegs ist zum Mond oder darüber hinaus, kann man nicht einfach mal Drogen nehmen und das Raumschiff verlassen, um irgendwelche verrückten Dinge zu machen. Das bekommt der Gesundheit nicht so gut, sondern man ist in gewisser Weise gezwungen, die Gesetze des Universums zu respektieren. Und es ist auch deshalb wirklich sehr wichtig, weil diese Idee, dass der Mensch das Weltall erobert, ist die beste Polemik gegen die Idee, dass wir, wie der Club of Rome sagt, an die Grenzen der Ressourcen geraten sind, dass wir jetzt nachhaltig operieren müssen, dass wir sparen müssen, dass wir im Grunde alles zurückfahren müssen, weil wir sind nicht in einem erdgebundenen System, sondern wir sind in einem offenen Universum ohne Begrenzung. Und das ist wirklich interessant, weil obwohl ganz Deutschland total vergrünt ist, also die CDU ist grün, immerhin hat die Frau Merkel den Atomausstieg gemacht, ohne Ersatzquellen zu haben, was in der ganzen Welt absolut nicht verstanden wird. Also wenn ich zum Beispiel im amerikanischen Kongress Kongressabgeordnete getroffen habe, dann haben die gesagt, also ihr müsst doch irgendeinen Ass im Ärmel haben, vielleicht habt ihr schon die Kernfusion, weil so dumm kann doch niemand sein, aus der Atomenergie auszusteigen, ohne einen Ersatz dafür zu haben. Und wie man jetzt sieht, die Verteuerung von Sonnen- und Windenergie oder des Energiepreises aufgrund dieser Sachen ist eine absolute Katastrophe für die deutsche Wirtschaft, die also schon ins Ausland sich verlagert und so fort. Und dieser Optimismus, der aus der Raumfahrt kommt, ist in der Bevölkerung trotzdem da. Die ESA hatte gerade eine Tagung mit 22 Forschungsministern und haben eine Umfrage gemacht, die eben ergab, dass 88% der befragten Bevölkerung für die Raumfahrt ist und sogar 96% waren der Meinung, dass die Weltraumforschung Chancen bietet und Fragestellungen, die auf der Erde überhaupt gar nicht möglich sind. Also ich habe jetzt nur mal diesen einen Aspekt der Weltraumforschung als zukünftiger Entwicklung der Menschheit skizziert, einfach um von dem Standpunkt auch mal auf den Dialog der Kulturen zu schauen, weil mit diesem neuen Paradigma der neuen Seidenstraße, was von Xi Jinping immer als Win-Win-Kooperation bezeichnet wird, brauchen wir auch ein vollkommen neues Verhältnis zwischen den Staaten. Es ist der Weg, wie wir die Geopolitik ein für alle Mal überwinden können, wie wir zum gegenteiligen Vorteil uns gegenseitig entwickeln können und eigentlich denselben Blick auf die Erde haben, den die Astronauten, Kosmonauten und Taikonauten haben, die, wenn sie von den ISS-Raumstationen zurückkommen, immer alle dasselbe sagen, dass nämlich, wenn man aus dem All diesen kleinen blauen Planeten betrachtet, dann sieht man erstens, dass es nur eine Erde ist und nicht Grenzen und nicht Kriege, sondern eine Menschheit und vor allen Dingen, dass dieser blaue Planet in einem unglaublich großen Sonnensystem sich befindet, in einer riesigen Galaxie und dass, wie die jüngsten Raumforschungsergebnisse gezeigt haben, dass wir wissen, dass es zwischen 1 und 2 Billionen Galaxien gibt. Und das ist etwas, was die Vorstellungskraft also wirklich strapaziert. Also wenn man versucht, sich das vorzustellen, also ich denke mal, das ist wirklich eine riesengroße Herausforderung.
Und es zeigt aber ganz einfach, dass wir über das Universum noch unglaublich wenig wissen und dass wir im Grunde dafür sorgen müssen, dass diese Erde mit den Gesetzen, die in diesem Sonnensystem existieren und in der Galaxie, eben in Einklang sein muss. Also der Nikolaus von Kues hat schon im 15. Jahrhundert gesagt, dass der einzige Grund, warum sich Nationen und verschiedene Kulturen überhaupt miteinander verständigen können, ist, dass sie alle Weise, Wissenschaftler, Musiker, Dichter, Gelehrte hervorgebracht haben, die sich innerhalb einer universellen Sprache verständigen können. Also die, wie die Musiker, die können aus allen Ländern kommen und spielen zusammen, weil die Musik eine universelle Sprache ist. Die Wissenschaftler können Experimente machen, die, wenn sie Experimente adäquate sind, können sie überall auf der Erde repliziert werden. Schon Leibniz hat im 17. Jahrhundert gesagt, wenn der chinesische Kaiser Kangxi zu denselben mathematischen Ergebnissen kommt wie er, dann heißt das, dass diese Gesetze richtig sind, weil sie überall anwendbar sind. Und Nikolaus von Kues hat im Übrigen auch schon damals gesagt, nicht nur, dass es eine Übereinstimmung gibt des Mikrokosmos und des Makrokosmos, oder mit anderen Worten, dass die menschliche Vernunft ist ja nicht außerhalb des Universums, sondern sie ist ein Teil davon, sie ist sogar wahrscheinlich der entwickelste Teil davon, weil die menschliche Kreativität Dinge erfinden kann, die das physische Universum verändern. Und wenn das, was im Bereich der immateriellen Idee entwickelt wird, eine Wirkung im physischen Universum hat, dann muss es eine Übereinstimmung dieser Gesetze geben, sonst würde die Idee nicht wirken. Und Kusa hat auch gesagt, dass eine Harmonie im Makrokosmos nur möglich ist, wenn sich alle Mikrokosmen entwickeln und sich gegenseitig befördern. Und man muss sich diese Harmonie jetzt nicht vorstellen wie so eine statische Harmonie, sondern wie so eine kontrapunktische Fuge, wo eine Entwicklung in die andere übergreift und insgesamt die Entwicklung auf eine höhere Stufe bringt. Also ich denke mal, dass wenn wir jetzt uns von der Zukunft her definieren, von der gemeinsamen Arbeit an den Programmen und Aufgaben, die die gemeinsamen Ziele der Menschheit definieren oder was Xi Jinping als die Schicksalsgemeinschaft für die gemeinsame Zukunft der Menschheit genannt hat, dann kann man schon sehen, dass wir ein vollkommen neues Paradigma im Augenblick dabei sind zu gestalten. Und da zum Beispiel China jetzt unheimlich große Betonung legt auf in gewisser Weise so Leapfrogging, also dass eigentlich man nicht alle Stufen der Entwicklung, die alle anderen schon gemacht haben, wiederholt, sondern sich immer an die Spitze setzt und diesen Fortschritt auch allen anderen zur Verfügung stellt, dann ist jetzt schon vollkommen klar, dass wir ein neues Paradigma schaffen können, was sich von der Globalisierungsaxiomatik so vollkommen unterscheidet wie das Mittelalter von der Moderne. Also wenn das Mittelalter charakterisiert war von der Scholastik, von Peripatetikern, vom Aberglauben und dann die Moderne im Grunde ein Mensch als Individuum, als modernen wissenschaftlichen Menschen, die klassische Kultur, die Naturwissenschaften sind daraus entstanden, dann ist das, was jetzt gerade an Axiomatik untergeht, genauso verschieden von dem, was ich jetzt mir vorstelle und was schon sichtbar wird, wie eben dieser Unterschied. Und ich glaube, man muss einen optimistischen Ausblick in die Zukunft haben, wo alle Kinder, die geboren werden, Zugang haben zu universeller Bildung, das heißt, alle Kulturen in ihrer Höchstform kennenlernen können. Also ich bin absolut überzeugt, wenn Kinder schon ganz normal nicht nur die eigene Hochkultur in der Schule lernen, sondern eben auch die besten Ausdrucksformen anderer Kulturen, etwa chinesischer, indischer, arabischer Kultur, dass dann im Grunde das Verhältnis zwischen den Menschen sich vollkommen verändern wird. Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie, alle diese Dinge werden verschwinden und wir werden zwar noch lange Zeit wahrscheinlich eine
Nation haben, weil die Kultur, die Sprache, die Tradition wird nicht durch so eine Einheitssprache zu überwinden sein. Aber die geistigen Trennlinien werden verschwinden. Und ich denke, wenn alle Kinder eine universelle Bildung haben können, dass dann das Ideal von Wilhelm von Humboldt, dass das Ziel der Erziehung sein muss, ein schöner Charakter, etwas, was heute vollkommen undenkbar ist, dass das als Erziehungsziel existieren könnte. Und auch die Idee von Schiller, dass alle Menschen das Potenzial haben, zu einer schönen Seele zu werden. Das heißt, der Schiller definiert ja die schöne Seele als der Mensch, für den Pflicht und Notwendigkeit, also Pflicht und Neigung, Leidenschaft in eins fallen. Und das ist nur das Genie, sagt Schiller. Und ich denke, der Anteil der Menschen, die ihr gesamtes kreatives Potenzial entwickeln können, was in der Vergangenheit nur wenige je konnten, dass das der normale Zustand der Menschheit immer mehr sein wird. Und das ist auch dieselbe Idee, die Wladimir Vernadsky hatte, dass nämlich die Noosphäre im Verhältnis zur Biosphäre einen immer größeren Wirkungsgrad hat. Das heißt, dass die menschliche Kreativität immer mehr zum dominierenden Faktor wird. Und ich denke, dass die Menschheit nur dann wirklich menschlich wird. Und das können wir in unserer Zeit erleben. Und deshalb bitte ich Sie alle, dass Sie daran kräftig mitarbeiten.